Hallo YouTube und willkommen zurück zu Carentine. Wir haben Runde 11 hier beim ersten Szenario. Südamerika ist schon ganz schön befallen. Aber so langsam sind wir mit unseren Agenten jetzt dahin unterwegs. Gleichzeitig ist aber hier wieder bei unserem Ausgangspunkt Tokio, Hongkong, Peking wieder neu ausgebrochen. Da müssen wir gucken, dass wir das auch noch unter Kontrolle kriegen. Ja, wir haben ja zuletzt noch alle Agenten hier bewegt in der Runde. Also müssen wir vielleicht die nächste Runde starten. Und da wird jetzt noch Buenos Aires infiziert. Und in Delhi ist ein neuer Ausbruch. Und wir haben eine Forschung abgeschlossen. Und da haben wir jetzt die Antibiotikaresistenz erforscht. Ein Prion mit diesem Merkmal ist gegenüber Antibiotika vollständig immun. Dadurch ist der prophylaktische Einsatz von Tetracyclin nutzlos. Haben sie also schon ein bisschen was in Erfahrung gebracht. Jetzt haben wir das Heilmittel zu 33% erforscht. Dann können wir hier gleich weitermachen. Wir haben ja genügend Proben. Es sind wieder 7 Runden. Ja, dann machen wir das doch mal. Und für die letzte brauchen wir 4 Proben. Die haben wir schon. Also brauchen wir keine mehr sammeln. Es sei denn, wir verbrauchen irgendwann mal eine. Und jetzt hätten wir genug Geld, um hier noch Leute einzustellen. Aber anscheinend ist bei 4 ist Schluss. Dann müssten wir mal gucken. Ah ja, man kann hier ja noch erforschen, damit wir einen weiteren Agenten einstellen können. Das machen wir dann gleich als nächstes. Das ist in der nächsten Runde. Desinfizieren ist in einer Runde abgeschlossen. So, was machen wir hier? 26 von 60. Infektionspunkte. Schon also fast die Hälfte. 24 von 50 Mutationspunkten. Okay. So, mit unseren Wachmann machen wir hier eine Behandlung. Operation complete. So, abgeschlossen. Dann gehen wir mit dem Wissenschaftler nach Delhi. Der kann auch behandeln. In the bag. Jawohl. Dann können wir mit unserem Sanitäter nach Buenos Aires. Der macht ja immer gleich 2 Punkte weniger. Jawohl. Und in Brasilia mit dem. Allerdings würde er 6 Punkte verlieren und der hat nur 6. Das ist natürlich immer so ein Risiko. Dann müssen wir wohl einen neuen kaufen. Ach, machen wir einfach mal. Success. Jawohl. Geschäft. Brasilia ist ohne Infektion im Moment. Kann ja immer wieder neu ausbrechen. Ja, jetzt haben wir so viel Geld. Kann man nochmal irgendwie mal ausgeben. Ja, wir können einen neuen Forscher einstellen. Genau. $50.000. Und dann können wir... Oder können wir nicht? Ja, das wäre schade. Schade, schade. Ich dachte, mit einem neuen Forscher kann man 2 Sachen gleichzeitig erforschen. Ist jetzt nur ein bisschen schneller. Jetzt sind es nur noch 4 Runden. Bei 7 haben wir angefangen. Okay.
Okay, dann eben nicht. Nun gut. Alle Agenten bewegt. Nächste Runde. Some new tech is available. Und desinfizieren. Städte, die Infektionsstufe 0 erreicht haben, können nicht erneut infiziert werden. Dann machen wir als nächstes einen weiteren Agenten. Dazu müssen wir aber erst die Expansion erforschen. Das sind auch nochmal 4 Tage. Nun gut. So, in 3 Runden sind wir da fertig. Dann machen wir hier erstmal eine Behandlung, damit die Stadt wieder frei ist. Jetzt bin ich mal gespannt. Jawohl, jetzt könnt ihr hier sehen, wir haben auf 0 runter und die Stadt ist jetzt sauber. Jede Stadt, die infiziert war, hat ja hier so ein, ist ja rot. Und die ist jetzt wieder normal. Ja, wunderbar. Dann würde ich mal sagen, gehen wir mit dem Wachmann nach Peking. Behandeln wir. Oh, 4 Punkte wieder verloren. Aber jetzt ist die Stadt infektionsfrei. Gut. Dann können wir die jetzt schon mal so nach und nach ausrotten. Mit der Sanitäterin nach Santiago. 30% Schadensrisiko. Ja, müssen wir mal ausprobieren. Jawoll. Ohne, dass sie die Lebensenergie verloren hat. Hervorragend. Wir können hier nochmal neu behandeln. Dann ist die Stadt auch infektionsfrei. Jawohl, sehr schön. Dann verhindern wir einen Ausbruch hier rüber. Jetzt müssten wir noch hier in Afrika die 3 Städte hier desinfizieren. Dann können wir das ein bisschen eingrenzen. Dann können wir die von allen Seiten dann bekämpfen. Nächste Runde. Oh, Santiago, gerade von 4 auf 2 runter und dann geht es wieder von 2 auf 4. Also nochmal dasselbe. Einmal behandeln, wieder 30%. Ja, und jetzt sind die 30% zugeschlagen. 6 Lebenspunkte verloren. Die hat aber jetzt eine neue Stufe erreicht. Dann gehen wir nach Buenos Aires mit dem Wissenschaftler ohne Risiko und schon ist die Stadt infektionsfrei. So, hier gehen wir nach Chengdu. Auch hier eine Behandlung. Job done. Jawohl, und mit dem Wachmann nach Irkutsk. Finished. Ja, wunderbar. Ja, nächste Runde. Und Buenos Aires neu infiziert. Bombendrohung eines Kriegsveteranen. Soeben erreichte uns die Bombendrohung eines Kriegsveteranen, der Zugriff auf Sprengstoff haben könnte. Wir müssen also vorsichtig sein. Er möchte, dass wir seinen 9-jährigen Sohn heilen und glaubt uns nicht, dass es noch kein Heilmittel gibt. Der Mann sagt, keine Polizei.
Das wird natürlich Folgen haben für später. Wir können ihn festnehmen. Dann hätten wir sogar Quarantäneschutz für eine Runde. Wir könnten ihnen ein Placebo geben. Hat aber auch Folgen später. Ich glaube, dann machen wir festnehmen. Kostet 5000 Dollar. 40% Chance, dass es nochmal 10.000 Dollar kostet. Ja, wir nehmen ihn mal fest. Jawohl, hat sogar geklappt. Jetzt ist Lima unter Quarantäne. So, dann Chengdu wird jetzt desinfiziert. Jawohl, neue Stufe. Wir könnten Irkutsk einmal unter Quarantäne stellen. Kostet 20.000 Dollar. Da können wir mal ausprobieren. Mission accomplished. Jawohl, hat geklappt. Dann oh, jetzt schafft unsere Sanitäterin sogar 3 Infektionen zu bekämpfen. Könnte sie ja mal nach Lima. Gefahr, dass sie 6 Punkte verliert. 30%. Aber erfolgreich. Sehr schön. Dann mit dem Wissenschaftler. Nochmal Buenos Aires. Hat er ja letzte Runde eigentlich gerade geschafft zu behandeln. Success. So. Mal Labor gucken in einer Runde. Technologie. Noch 2 Runden. Okay. Und von Hongkong weiter nach Bangkok. Trade research complete. Dann gehen wir mal gleich nach Bangkok. Ja, da handeln. Jawohl. Der Wachmann. 22%ige Chance für eine Infektion. Mission accomplished. Dann können wir hier nochmal behandeln. 7% Chance für eine Infektion. Damit ist Buenos Aires jetzt wieder frei von irgendwelchen Bakterien. Dann gehen wir hier nach Santiago. Dann ist die Stadt auch gleich frei. Okay. Jawohl. Ja. Dann haben wir die Rattenflöhe erforscht. Die kann also durch Ratten übertragen werden. Jetzt fehlt nur noch die Entzündung der Lymphknoten. Dann erforschen wir die mal. Dauert 4 Runden. So, da alles fertig. So, neue Runde. Und von Hongkong wieder nach Peking und nach Tokio. Kapstadt hat sich auch wieder neu infiziert. Mann, 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 da kommen wir ja gar nicht hinterher hier. So, hier wird wieder behandelt. Dann kann er hier behandeln. Da ist die Stadt erstmal wieder frei. Sehr schön. Können wir mit denen dahin.
So, die Stadt ist auch frei. Jetzt ist nur noch Manaus. Frage ist, wie ist hier die... Ah, okay. Diese Stadt ist schon verloren. Also wenn sie alle 8 Infektionspunkte erreicht hat, gilt die Stadt als verloren. Und dann kann man hier nichts mehr machen. Okay. Das heißt, wir müssen hier nur noch eingrenzen. Dass es hier nicht wieder weiter sich ausbreitet. Dann... ja, gehen wir mal nach Brasilien. Damit die dann hier gleich in Südafrika hier aufräumen kann. Ja, genau. Dann war es das für diese Runde. So, wir können hier jetzt den nächsten Agenten freischalten. Dauert 4 Tage. So, weiter geht's. Ah, jetzt hat sie wieder alles neu infiziert hier. Ganz toll. Mission complete. So, aber einmal hingehen mit unserer Sanitäterin. Stadt ist gleich wieder frei. So, was kann er jetzt hier machen? Wir können hier eine Dienststelle errichten. Und dann kriegen wir mehr Geld. Success. Wenn wir vielleicht nicht mehr brauchen, aber man weiß ja nie. Irkutsk können wir jetzt wieder befreien. Jawohl. Und mit unserem Wissenschaftler gehen wir mal hier hin. Job done. Ja. Auch erfolgreich behandelt. Nächste Runde. Oh, jetzt breitet sich das auch noch in Australien aus und wieder zurück nach Delhi. Oh, Mogadischu, 4 Punkte. Alter Schwede. Fliegen wir erstmal nach Mogadischu. 30% Risiko auf Schaden. Jawohl, aber geschafft. So, jetzt können wir unseren Wissenschaftler hier erstmal heilen. Der hat ja hier eh nichts zu tun. Dann Chengdu behandeln. Mission accomplished. Dann behandeln wir mal Peking. Und dann war es das für diese Runde. Wenn man jetzt so langsam den Dreh raus hat, geht das ganz schön flott. Exemplary work, Director. Congratulations. So, und nun haben wir das Heilmittel entdeckt und schon ist das Spiel zu Ende. Ja, damit haben wir gewonnen. Jawohl. Hier noch eine kleine Grafik. Finanzielle Mittel und Infektionen. Das ist nachher ziemlich konstant geblieben. Das war aber jetzt der leichte Schwierigkeitsgrad. Haben wir 19 Runden gebraucht. 4 Agenten haben wir. Wir haben keinen einzigen verloren. Ja. Ja, supi. Es ist auch genau passend hier. Die Folge wollte ich jetzt sowieso in Kürze beenden. Aber so, ein toller Abschluss. Szenario Nummer 1 haben wir erfolgreich gemeistert. Dann geht es in der nächsten Folge mit Szenario 2 weiter. Mal sehen, was uns da erwartet. Würde mich freuen, wenn du wieder einschaltest.
Und bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.